Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian. Mein Stern! Ich habe so gehofft, dass du kommst. Es ist nämlich so, morgen fliegen wir nach China und ich muss noch so viel packen. Nein, kein Urlaub. Wir fliegen doch nicht in die Karibik. Stell dir vor, Mama darf beim chinesischen Neujahrsfest Cello spielen. Hallo, da bin ich wieder, eure Freundin Laura. Wir sind wirklich nach China geflogen. Papa, Mama, Tommy, sein Beschützmichhund, mein Bär und Mini-Hase. Nur mein Stern durfte nicht mit ins Flugzeug. Ihr wisst ja, die Gepäckkontrolle. Aber für ihn war das kein Problem. Er ist uns einfach hinterhergeflogen. Stern! Tommy, guck mal, er ist wieder da. Cool. Er kommt mit. Nach China? Ja! Stern, das ist dein Zuhause? Komm, wir fliegen um die Wette. Und als wir in Peking ankamen, da war auch Robocat schon da. Die Katze! Ja, Robocat. Hey, bleib hier! Wo fliegst du hin? Und dann haben Robocat und Stern mich mit einem chinesischen Mädchen bekannt gemacht und sie ist eine ganz tolle Freundin geworden. So etwas wie dich habe ich mir immer gewünscht. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, wie ich heiße. Also ich bin Ling Ling. Und wie heißt du? Versteck dich! Hey, wo bist du denn hin? Stern! Zieh nicht so an der Tasche! Hier geblieben! Ich habe Halt gesagt! Halt! Was es mit dem geheimnisvollen Drachen Nian und seiner Fresssucht auf sich hat, das könnt ihr dann im Kino sehen. Hi. Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian. Ab 24. September im Kino.